Keine Schnitzeljagd, kein Frühlingsspaziergang. In einem Wald südlich von Dortmund lauert eine Gefahr. Der Salamanderfresser, verborgen zwischen Laub und Baumstümpfen. Ein Feuersalamander tot am Wegesrand. Die Anwohnerin hatte ihn gefunden und den Amphibienschutzverein alarmiert. Denn wo die Seuche auftritt, sterben die Lurche. Wir kriegen immer wieder Rückmeldungen von Anwohnern, die sagen, früher hatten wir den ganzen Garten voll, heute ist da keiner mehr. Im Frühjahr, wenn die Weibchen ihre Larven in den Bächen absetzen, sind Feuersalamander aktiv und eigentlich gut zu finden. Und hier und heute? Zumindest eine Larve. Oh, super. Ja, perfekt. Die sieht gut aus. Man sieht auch richtig die Kiemen. Ein kleiner Erfolg, denn ein tödlicher Hautpilz breitet sich aus. Erst in der Eifel, dann im Ruhrgebiet. Seit 2018 erforscht Vanessa Schulz, wo die Seuche auftritt. Die Biologin durchkämmt die Wälder im Revier auf der Suche nach dem schwarz-gelb gemusterten Lurch. Ja, der Feuersalamander ist der bekannteste Lurch eigentlich bei uns und meiner Meinung nach auch der schönste und mit seiner schwarz-gelben Färbung, ja, und den großen Augen. Ein wirklicher Sympathieträger. Er lebt mitten unter uns hier in der Stadt, im Ruhrgebiet. Und dennoch ist er im Moment sehr bedroht. Alarm im Steigerwald. Im Sommer 2020 ein weiteres Opfer. Nun hunderte Kilometer weiter südlich. Hier wurde im Juni ein toter Feuersalamander gefunden und wurde eingeschickt zu einer nationalen Meldestelle für den Salamanderpilz. Und der Salamander wurde positiv getestet. Und dann gab es vom Landesamt für Umwelt den Auftrag, hier nach Salamandern zu schauen, um zu gucken, wie weit dieser Pilz schon verbreitet ist. Jetzt also auch in Bayern. Caroline Dittrich und Jürgen Thein durchforsten Totholz und Erdlöcher auf der Suche nach dem nachtaktiven Lurch. Jetzt im Herbst gilt es, die Salamander zu finden, bevor sie sich zur Überwinterung verkriechen. So viel man weiß, ist wohl eine der Hauptansteckungswege einfach von Tier zu Tier. Das heißt, wenn die sich jetzt hier im Winterquartier treffen, es muss nur ein Infizierter dabei sein und der trifft sich da mit 10 anderen Tieren und sind dann auch infiziert. Also so, ist ja so, ja, gut, muss man nicht erklären in der heutigen Zeit, wie solche Superspreading-Ereignisse funktionieren. Die Suche hat sich gelohnt. Unter einem dicken Stamm versteckt sich ein Salamanderweibchen. Oh, guck mal. Nee, schaut aber jetzt auf Anhieb gut aus. Was aber leider nichts bedeuten muss. Wir hatten genug Tiere, die äußerlich ja, nicht erkennbar irgendwie erkrankt waren und die sich dann doch als Gefallen herausgestellt haben, leider. Weibchen, ja. Mit Wattestäbchen nimmt Caroline an Bauch und Beinchen 2 Abstriche. Probennummer und Standortdaten dokumentiert sie anschließend per Foto. Bis der Befund da ist, wird das Tier zur Vorsicht in Quarantäne genommen. So. Gut. Ja, und ein bisschen zudecken. Wir beobachten im Moment nur, dass da, wo der Pilz auftritt, die Feuersalamander erstmal in die Knie gehen und die Populationen wirklich zusammenstürzen. Wer sich infiziert, der stirbt. Der Killer, Besal, auch Salamanderfresser genannt, der Chytridpilz befällt ihre Haut und lässt die Tiere qualvoll verenden. Why is it so dangerous to European salamanders? That is because it basically never co-evolved with our European salamanders. So that means it co-evolved in Asia, so it's used to Asian salamanders. But when it now arrived in our European fire salamanders, they basically don't know how to cope with it. So basically that means that the fungus proliferates without any limitations in the salamander, and the salamander has no defenses at all against the chytrid fungus. Eingeschleppt vermutlich durch den Tier- oder Pflanzenhandel, wird der Pilz hier an der Universität Gent 2013 erstmals entdeckt. Inzwischen ist er in Belgien, Holland, Deutschland und Spanien an rund 80 Standorten nachgewiesen. Ein Hotspot, Deutschland, droht dem berühmten Lurch das Aus?
we probably won't lose all of the fire salamanders. And that's mainly because it's a very widespread species with strong populations across its range. Now, that doesn't mean that all fire salamanders are safe. There are some subspecies with small remnant populations, and once Bissal would have entered in these populations, it may lead to local extinction events. Mit 14 Unterarten ist der Feuersalamander weit über Europa verbreitet. Zwei davon treffen in Deutschland aufeinander und vermischen sich auch. Die Biologin Kathleen Preisler untersucht genau diese genetische Vielfalt. Liegt hier der Schlüssel für seine Rettung? Finden sich in den Genen vielleicht sogar Resistenzen gegen den Pilz? Und wie schützenswert sind lokale Varianten? Wenn man jetzt nur rein vom Äußerlichen geht, ob jetzt ein Tier ganz viel gelb hat oder orange ist, das können wir nicht sagen, ob das jetzt von der Umwelt beeinflusst ist oder ob die Tiere jetzt eben auch von ihrer Genetik her vielleicht besondere Anpassungen haben an ihre Umwelt oder vielleicht auch bestimmte Anpassungen in ihrem Immunsystem, was uns helfen könnte bei Bissal. Das muss alles jetzt noch weiter erforscht werden. So modelliert sie, welche Vorkommen besonders wertvoll für eine Erhaltungszucht sind. Grundlagenforschung für eine künftige Salamanderarche. Im Steigerwald fungiert das Biozentrum der Universität Würzburg derweil als Quarantänestation. Alle Salamander, die Caroline Dietrich im Beobachtungsgebiet gefunden und beprobt hat, warten hier, sorgfältig katalogisiert, auf ihre Testergebnisse. Wir haben jetzt 5 Tiere hier, die positiv getestet wurden auf den Salamanderpilz. Die stehen dort drüben auf der anderen Seite. Und die Tiere, die negativ getestet werden, kommen wieder ins Freiland. Die werden freigelassen. Und die positiv getesteten Tiere nehmen wir dann mit in den Tierpark nach Nürnberg. 5 Tiere sind es für den Anfang. Sie sollen nun behandelt werden im Tiergarten Nürnberg. Wenn dies gelingt, bilden sie den Grundstein für eine Erhaltungszucht. Für den Zoo ein Einsatz mit doppeltem Nutzen. Alle infizierten Tiere, die wir rausnehmen, bremst die Seuche. Und damit ist es ein Doppeleffekt, dass wir eine Reservepopulation aufbauen können mit Tieren, die sonst ihre Kumpanen in der Wildbahn vernichten würden. Das Empfangskomitee steht bereit. Doch bevor es losgeht, schlüpfen Pfleger Simon Ludwig und Tierarzt Fritz Karbe in die Schutzanzüge. Wir würden uns dann eben entsprechend anziehen jetzt, weil das Hauptproblem ist ja, wir wollen auf keinen Fall, es kann alles passieren, aber nicht, dass dieser Chytridpilz diesen Raum verlässt. Undenkbar. Denn die Pilzsporen können für lange Zeit in der Umwelt überdauern. Also in voller Montur ab in die Quarantäne. Lurch für Lurch wird begutachtet. Geil, der Lurch. Und wir gucken eben nach diesen Läsionen, diesen Hautläsionen, die typisch sind. Der hat am Oberschenkel so einen Fleck. Wir nehmen das einfach mal im Foto auf. Das sind schon sehr coole Tiere. Die Salamander werden gewogen und einzeln in hygienisch eingerichteten Boxen untergebracht. Danach geht's in den Wärmeschrank, 2 Wochen bei 25 Grad. Das sorgt dafür, dass der Pilz auf der Haut abstirbt. Alle 5 Tiere sind inzwischen genesen. Doch grassiert die Pilzseuche weiter, braucht es mehr helfende Hände. Das Ziel, dass wir Bürger in den Artenschutz einbeziehen wollen, ist natürlich dadurch begründet, dass wir viele verschiedene Halter brauchen bei den vielen Arten, die wir behüten müssen, sodass wir als Zoos, als institutionelle Einrichtung das alleine nicht mehr leisten können. Und Amphibien, Reptilien, Kleinvögel, Kleinsäuger sind alles Tiergruppen, die von Privatleuten sehr gut gehalten werden können. Zu diesen Privatleuten zählt Uwe Seidel. Salamanderzüchter aus Passion seit 40 Jahren. In seinem Hobbykeller pflegt und züchtet er hunderte Feuersalamander in rund 1 Dutzend Unterarten. So wohnt der iberische Feuersalamander hier Wand an Wand mit dem Deutschen. Das ist Salamandra, Salamandra terrestris, der eigentlich so über Frankreich
Mitteldeutschland bis Richtung Sachsen vorkommt. In Bayern bzw. bis nach Sachsen hinein haben wir die Nominatform Salamandra, Salamandra, Salamandra. Und das ist der gefleckte Feuersalamander. Und hier sehen wir auch schon den Unterschied. Zwei Prachtexemplare, doch nicht fürs naturnahe Schauterrarium. Zu groß die Gefahr durch Bakterien. Für eine bessere Hygiene und für die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Tiere hat Seidel eine systematisierte Haltung entwickelt. Stapelbare Boxen. Auch die Einrichtung funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Ein Versteck unter Steinen, ein Badebecken und Zeitungspapier als Bodengrund. Nicht schön, sondern zweckmäßig muss es sein. Auch bei der Aufzucht von Larven habe ich versucht, eine Standardisierung hinzubekommen, weil der Aufwand für diese Tiere ist nicht unerheblich. Sie bedürfen ständig frischen, gefilterten Wasser, deswegen diese Durchflussanlage. Und in dieser Anlage verbleiben die Tiere ungefähr 6 bis 8 Wochen, manche auch ein bisschen länger, je nach Temperatur, bis die Metamorphose eintritt. Hier haben wir einige Tiere, die sind schon jetzt kurz vor der Metamorphose. Das sieht man daran, dass die Schwanzscheiden sich zurückgebildet haben und die Kiemen sich zurückbilden. Solche Tiere entnehme ich diesen Behälter und setze sie in eine solche Metamorphosebox. In freier Natur sitzen solche Tiere eher im Uferrandbereich. Das heißt, wo es sehr, sehr nass ist noch, aber wo sie den Kopf halt über Wasser halten können, ohne schwimmen zu müssen. Das ist an sich mehr oder weniger in einem solchen Behälter nachgestellt. Wir haben hier wie im Uferbereich ein bisschen Vegetation, Moos, auf das sich die Tiere legen können und ihre Metamorphose beenden können und ihre Körperfunktionen auf Lungenatmung umstellen können. Dieses Expertenwissen bringt er bei Citizen Conservation ein. 2018 gegründet, will diese Initiative Erhaltungszuchten auf breite Beine stellen. Ob Profi oder interessierter Laie, jeder kann zum Artenschützer werden. Fotoshooting für das Netzwerk aus Forschenden, Zoologen und privaten Züchtern. Wissen teilen, Öffentlichkeit schaffen und Arten erhalten ist das gemeinsame Ziel. Dadurch, dass wir bei Citizen Conservation sowohl Zoos als auch Privathalter im Boot haben, haben wir natürlich sehr viel mehr Stellplätze für Tiere zur Verfügung. Und die brauchen wir auch ganz dringend, um koordinierte Erhaltungszuchtprogramme erfolgreich aufbauen zu können. Wenn man dieses Potenzial nutzt und die Menschen dazu animiert bekommt, ihren Beitrag zu leisten, können wir so als Gesellschaft sehr viel effektiver auf das Artensterben reagieren. Und beim Feuersalamander haben wir natürlich die Situation, dass man hier sehr deutlich sieht, was Citizen Conservation eigentlich bedeutet. Nämlich, dass Haltung tatsächlich Arten retten kann.